Hey, meine Rabauken und herzlich willkommen zu Speedminer. Es gab ein Update im Vergleich zur letzten Epi-Folge. Gibt es jetzt 4 neue Dimensionen. Für die erste Dimension brauchen wir 33 Rebirths. Das scheint erstmal unmöglich zu sein, aber es gibt weitere Updates, was das natürlich ein bisschen einfacher macht. Und zwar, das beste Ei, was wir uns in der letzten Folge holen konnten, waren diese sogenannten Pro-Eier. Nur, jetzt gibt es aber die Super-Eier. Die sind noch besser, die können wir uns heute organisieren. Außerdem gibt es jetzt Upgrades. Cooldown-Upgrade gab es damals schon. Jetzt gibt es aber auch das Minen-Upgrade, was die Block-Power erhöht. Ich weiß nicht, ich vermute mal, Block-Power ist einfach, wie viel Schaden wir machen. Jetzt können wir hier abbauen, das Spiel kennen wir, aber ist jetzt erstmal gar nicht interessant für uns. Es gibt außerdem Obis. Ich würde einfach mal testen. Ist das ein Secret? Das sieht irgendwie secretmäßig aus. Nee. Die Banks Weihnachtsbox ist zwar bereits ausverkauft, das tut mir sehr, sehr leid. Leute, der Ansturm war riesig, aber es gibt natürlich noch jede weitere Produkte im Shop. Es gibt geile Hoodies, geile T-Shirts, Flaschen, Bücher, 2 Bücher, Romane, überall in jeder Buchhandlung könnt ihr zuschlagen. Banks und die Hexe der Badderquampa und Banks und die Rückkehr des Enderdrachen. Geile Bilder, geile Story könnt ihr zuschlagen bei Amazon in jeder Buchhandlung oder bei uns im Shop. Da gibt es auch Brotdosen, wie gesagt, T-Shirts, Hoodies, alles, was ihr wollt. Zu jedem Artikel auch plus zur Weihnachtsbox, also auch wenn ihr jetzt nur eine Mütze kauft oder nur ein T-Shirt oder sowas oder worauf ihr Bock habt, gibt es auch eine Autogrammkarte von mir unterschrieben, also schlagt da auf jeden Fall zu, Link in der Videobeschreibung. Ich würde erstmal das Obi machen, weil ich gerne mal rausfinden will, was mir das bringt. Erstmal so auf Ultima-Testbasis sozusagen, weil wir gehen eh sofort in den Rebirth rein, weil wenn wir 33 brauchen, wisst ihr natürlich, dass das ein bisschen dauern wird, ne? Aber ich erwarte eigentlich, dass es relativ schnell geht. Beanspruchen. Double Coins kriegen wir für eine Minute. Das ist ja gut. Das heißt, wir gehen hier mal rein, machen Automine an und bauen uns hier schön mit Double Coins mal durch. Ihr seht schon, hier hat sich auch was geändert. Man kann wesentlich tiefer gehen. Viel tiefer. Das hat sich komplett geändert, das Interface rechts. Ja, ansonsten ist eigentlich alles klar. Wir gehen jetzt hier auf die Masse. Na, warte. Macht es Sinn, jetzt schon zu rebirthen? Eigentlich nicht. Denn es würde mehr Sinn machen, zuerst sich neue Haustiere, also eine neue Spitzhacke zu holen. Dazu brechen wir das Ganze mal ab und gehen mal zu den Upgrades und holen mal hier, wir haben ja 6500, geben mal ein bisschen unsere Wins aus hier. Machen wir ein bisschen so. Wir haben Block Power 7, ich weiß nicht, was das bedeutet, aber wir gehen mal weit. Ah, dann kann ich 7 Blöcke mit einmal killen. Das ist ja über OP. Ah ja, okay. Das erklärt natürlich auch. Ah, okay. Ich habe verstanden. Jetzt sind wir. Warte mal. Irgendwas haut hier in dieser Skala nicht hin. Ich grab mich hier aus dem Bildschirm raus. Hallo? Jetzt bin ich hier oben. Das hat ja ein bisschen sehr krass rumgebackt. Aber gut. Wir sind soweit. Wir haben auf jeden Fall. Wir haben einen neuen Rekord. Wo bin ich denn? 204. Wir haben auch einen neuen Rekord, obwohl ich nicht mal die ganze Zeit in der Mine war. Also, das scheint mir hier. Also, das haben sie auf jeden Fall komplett krank gemacht, alles. Wir haben 849 Millionen. Dann lass uns mal die Super-Eier auschecken, wie teuer die sind. 1,5B. Dann lass uns doch für 1,5B gehen. Nur, da werden wir noch einen Versuch, eine Runde brauchen, dann haben wir die. In der Zwischenzeit können wir ja mal in die Gruppenchests gehen und hier Tag 1 abholen. Und wenn das mal gehen würde. Guckt mal, hä? Der Weihnachtsbaum hat nach 5 Minuten gestartet. Oder heißt das, weil ich vor 5 Sekunden... Oder ich glaube, das bedeutet, dass ich einfach vor 5 Sekunden hier nicht gedrückt habe. Keine Ahnung, der funktioniert irgendwie nicht. Wir gehen in die Mine und kloppen sie... Alter, das geht jetzt so viel schneller als damals. Das ist krank. Wir haben halt jetzt schon fast 1,5B. Wir haben 1,3B jetzt aktuell. Sollten eigentlich jetzt auch gleich auf Rekordhöhe sein. 205, jetzt sind wir auf Rekordhöhe. Jetzt schon. Wir haben noch über die Hälfte der Zeit, denke ich. Das ist schon sehr, sehr crank. Ich denke, wir können sogar ein Ei überspringen, wenn das so weitergeht. Weil wir haben jetzt 1,8B schon. Ich habe mir die Preise der anderen Eier jetzt nicht gemerkt, aber ich glaube, das nächste war 3B oder so. Da sind wir auf jeden Fall nicht allzu weit von entfernt. Weil das Gute ist, wenn man rebirft, verliert man, soweit ich weiß, nicht seine Spitzhacke. Und das ist halt das Krasse, wisst ihr? Wir können uns das zweite Super-Ei kaufen. Oh, ich bin gespannt. Gönn Gutes, bitte, bitte. Okay, das ist so eine mit so... Das war die 20-prozentige, ne? Ist okay. Hier sieht man es noch ein bisschen. Das war die blaue mit Stern. Das ist die... Oder war es die dunkel? Nee, es war die hellere, oder? Das soll man mal vergleichen. Ja, das war ziemlich sicher. Die 20-prozentige. Ist okay. 970.000! Hohoho! Die hat 8-mal so viel Power. Okay, 7-mal so viel.
Na, wobei, 8-mal kommt schon ungefähr hin, ne? Fast 9-mal sogar. Das ist ja komplett wild. Automine an. Bau dich durch. Nee, eigentlich können wir jetzt instant rebirthen. Weil jetzt noch groß zu warten macht, denke ich, keinen Sinn. Das heißt, wir gehen jetzt in den Rebirth-Sins und das löscht die Bins, die Updates, das heißt alles, was wir dort kaufen, ne? Und unser Geld. Let's go. Das Wichtige ist aber, unsere Spitzhacke, soweit ich weiß, behalten wir. Genau. Das heißt, das juckt uns eigentlich gar nicht, dass wir rebirthed haben. Wir kriegen jetzt easy 20% mehr und farmen hier erstmal wieder direkt gut Geld. Wir bauen natürlich nur einen Block am Anfang ab. Das ist ein bisschen gagge, aber wir können ja Block-Upgrade direkt kaufen, ein paar Mal. Das heißt ganz gut, dann. Wir sollten eigentlich relativ schnell wieder rebirthen können. Ich bin da guter Dinge, Leute. Wir haben halt Tiefe 70, ne, mit dem Versuch gerade bekommen. Und wir brauchen Tiefe 210, um zu rebirthen. Das ist ja locker flockig, gar kein Problem. Wir gehen hier auf Block Power, nochmal Block Power. Und dann gehen wir auf Cooldown, nochmal Cooldown. Und jetzt sollten wir eigentlich schon easy den nächsten Rebirth direkt schaffen. Also das wird jetzt hier ein Run, ey. Wir müssen aber auch oft rebirthen, weil ihr wisst ja, ne, das hier braucht 33, ey, das ist eine Menge. Aber kriegen wir hin. Hoffentlich. Ich will jetzt nicht zu viel versprechen, aber ich gebe mein Bestes. Und wir haben den Rebirth. So schnell geht das. Ich habe da nicht zu viel versprochen. Wir gehen da rein. Zack. So, jetzt direkt wieder rein. Warte, vielleicht schaffen wir sogar noch eins. Wartet mal. Wir brauchen ein paar Wins. Vielleicht so... Ja, das reicht. Jetzt gehen wir ganz schnell zum Upgrade. Vielleicht schaffen wir es sogar innerhalb eines Laufs zweimal zu rebirthen. Das wäre krass. Wir müssen jetzt hier einfach Block. Cooldown. Und wieder rein. Ja, ich glaube, das waren zu wenig Wins. Wir hätten ein bisschen mehr farmen müssen. Ja, Tiefe, es geht aber gut voran. Wir könnten es schaffen vielleicht. 42, 44, 46. Aber wir machen halt immer 2 pro Schlag. Na, dann reicht das aber nicht. Wie viele Schläge schaffen wir pro Sekunde? Doch, wir schaffen mehr als einen Schlag die Sekunde. Das könnte reichen. Ich weiß nicht, was wir brauchen. Ich denke mal 220, weil gerade sind es auch 10 mehr geworden. Von 200 auf 210. Also jetzt von 210 auf 220. Das wird aber nicht reichen. Wir machen 2 pro Schlag. Es wird anders knapp. Es könnte reichen. Es wird überknapp. 150, jetzt, noch 50, nein, sag bitte nicht, ich muss die Zeit abwarten, 160, wir haben 170, er zieht anders, wir haben 180, nee, ich brauche halt 220, ne, wir werden es halt 200 schaffen, doch, es könnte kommen, 200, 210, 214, 16, 220, Digga, es ist wirklich komplett aufgegangen, ich bin doch hier ein Speedminer Profi-Experte, Leute, ha, geil, so, Rebirth, wir gehen. 220. Jetzt brauchen wir 230. Gut, kriegen wir hin. Boah, aber 33 ist schon sehr viel, ne? Da haben die aber wirklich auch komplett übertrieben. Ich gefühl bis mit 33 Rebirths doch safe schon in der Rangliste. Meisten Coins, das ist nicht so interessant. Meisten Wins am tiefsten. Auch nicht so interessant. Es gibt gar keine Rebirth-Rangliste, ne? Ich muss ehrlich sagen, wir bleiben bei 7 Rebirths. 33 zu erspielen wird auf jeden Fall mehrere Stunden dauern, weil inzwischen muss ich auch so krasse Tiefen erreichen, dass ich es mit einem Run hier nicht zweimal schaffe. Und selbst wenn ich es zweimal schaffen würde, könnt ihr euch ausrechnen, muss ich es 15 Mal machen, mal 2 Minuten, selbst das wäre eine halbe Stunde und ich schaffe es ja gar nicht mehr. Also es wäre auf jeden Fall viel länger. Deswegen versuchen wir jetzt einen Ranglisten-Run. Wir versuchen jetzt die letzten beiden Eier uns zu verdienen, die wir noch nicht verdient haben. Schön Wins zu farmen, die Upgrades zu kaufen. Weil jetzt kriegen wir ja doch, ich weiß gar nicht, wie viel wir jetzt kriegen wir 70% jetzt mehr mit 7 Rebirths. Das heißt fast doppelt so viel. Das schmeckt schon insgesamt, ne? Ja. Wir sind doch relativ gut auf dem Server, wenn man es hier so ansehen will. Die beiden sind noch vor uns. Das ist halt der überkranke Typ mit 32 Rebirths. Und der ist auch noch vor uns. Das ist wahrscheinlich Juice WRLD, ja, mit 17 Rebirths. Ne? Die sind beide noch vor uns. Haben auch mehr Rebirths, aber die kriegen wir noch ein, Leute. Keine Sorge. Wir können uns ein... Oh, die sind ziemlich billig noch, ne? Wir kaufen uns hier das Upgrade und dann hier und hier. Oh, 3... Pickaxe Cooldown haben wir zweimal verbessert. Und die Block Power auch zweimal. Also wie viel kostet denn das nächste? Was ich rausgefunden habe, ist, dass die Spitzhacken sich doppeln auch so ein bisschen, ne? Guckt... Ach nee, hier ist es nicht so. Was war bei den billigeren Spitzhacken so, dass quasi welche von da auch da drin waren. Aber halt mit geringeren Wahrscheinlichkeiten und so. Na gut, ich denke, wir sollten auf jeden Fall zusätzlich drücken, weil mir ist gerade wieder eingefallen, dass wenn man zusätzlich selbst drückt, es ja schneller geht. Okay, ich bin nicht sicher, ob es wirklich schneller geht, wenn man selbst drückt. Ich mache es sicherheitshalber mal an, aber bin mir da ehrlich gesagt selbst nicht sicher. Rekord von 363 als Tiefe, die sollten wir eigentlich gleich erreicht haben. Von wegen gleich erreicht haben, wir haben noch 10 Sekunden und ich habe jetzt habe ich es erreicht. Wir können uns ein bisschen merken, das ist hier so orange. Ne, können wir uns merken. Ich kann jetzt die Zahl leider nicht lesen.
Aber dafür das nächste Mal. 175 Millionen. Der ist der Rekord. Jetzt weiß ich auch, dass das Selbstklicken nichts bringt, weil es war genauso schnell wie das andere. So, 50b, das haben wir fast, ne? Wir könnten aber auch drauf pfeifen und einfach auf die 300b gehen, aber das wird halt ein bisschen dauern, ne? Und ich dachte, wie viel Boost habe ich denn jetzt hier? 160% ist schon krank, ne? Wir machen mal das Hard-Obby, ich will einfach mal sehen, was das bringt. Ich denke, das boostet nämlich Wins. Ne, das hat Coins geboostet, oder? Aber überleg mal, du hast einen zusätzlichen Double-Coin-Boost. Ey! Du hast einen zusätzlichen Double-Coin-Booster. Das hittet schon sehr krank, ne? Natürlich ein bisschen ärgerlich, dass wir das Ganze jetzt nochmal jumpen müssen, weil da der Auto-Miner gehittet hat. Aber wir kriegen das schon hin, Leute. Wir dürfen jetzt noch nicht runterfahren. Ist aber schwer, ne? Yo! Ich meine das einfach so. Oh! Das ist wirklich gar nicht so einfach. Hm. Okay. Mal, bis ich das schaffe. Ey! Nee. Bis ich das schaffe, Alter. Ist ja wirklich... ist die Runde ja vorbei. Wir müssen das halt so machen, ne? Das ist halt der Trick. Geschafft! Oh, zum Glück. Was habe ich? Beanspruchen. Double Coins für 3 Minuten! Ich denke, das lohnt sich. Man darf halt nur nicht runterfallen. Ich meine, Double Coins ist schon heftig, oder? Ich hoffe, ich komme jetzt nur tief genug, weil je tiefer man ist, desto mehr Cash verdient man natürlich auch. Ne? Wobei, jetzt one-hitten wir noch alles. Ja, jetzt one-hitten wir es nicht mehr. Was sagt der Tachostand? 50b waren es, was wir brauchen. Ne? Wir haben jetzt ungefähr 40b mit zusätzlichen Double Coin. Ja, ich weiß nicht, ob es sich lohnt. Wenn du's, es lohnt sich, denke ich, wenn du so schnell bist, dass du es in der Zwischenphase schaffst, das Easy-Obby einfach einmal zu machen. Vielleicht schaffen wir das ja. Das können wir mal probieren. Das geht vielleicht auf. Ne? Ansonsten, ja, ich habe jetzt, man kann das halt stacken vielleicht. Ne? Weil ich habe, guck mal. Das ist ja jetzt gleich vorbei und ich habe weiterhin Zeit. Na gut, dann läuft die aber ab, wenn nichts geht. Ne? Das ist natürlich auch ein bisschen doof. Wichtig ist, dass wir Automine ausmachen. Achso, dann baut er auch nicht mehr ab. Das ist natürlich jetzt doof. Verdammt. So, jetzt ganz schnell zum Easy-Obby. Und bevor die 30 Sekunden rum sind, machen. Das geht sich, denke ich, auf. Dann kannst du das unendlich stacken. Hart ist ein bisschen schwer in der Zeit. Ich glaube, das geht nicht. Da musst du dir mehr Speed kaufen. Kannst du auch kaufen. Das geht sich auf. Du schaffst es in der Zwischenzeit, das zu machen. So, beanspruchen. 50b. Wir gehen raus. Und wir gehen zu den Super Iron und kaufen uns Team Rot, das Rote. Gönn ein gutes, würde ich dir jetzt geraten haben. Wir kaufen es. Let's go. Und eine graue. Das ist die 26er wieder, oder? Ja, die zweite. 2,3 Millionen. Hohoho. Geil. Ja. Ja, es klappt perfekt. Ich habe es kurz vorher beansprucht und habe jetzt 1 Minute Double Coins. Und das ist rum, bevor die Runde rum ist. Das heißt, du kannst am Ende der nächsten Runde wieder hinlaufen, der wieder Double Coins zu einem einfachen Obby und so weiter und so weiter. Das geht unendlich. Das ist ganz geil. Das ist ein ganz guter Trick. Ne? Den macht der Pro-Gamer auch nicht, habe ich genau gesehen. Kennt sich wohl jemand nicht so gut aus in seinem Game, ne? Ey, wir sind jetzt schon hier, war unser Rekord mit der besseren Spitzhacke jetzt. Es geht rund, meine Freunde. Es geht rund. Wir sind gleich da. 150. Hier war ungefähr der Rekord. Vielleicht Rangliste, ne? Müssen wir mal gucken, ob wir es mal schaffen. Wir verdienen auf jeden Fall uns dumm und dämlich, Alter. Wir haben jetzt schon wieder 10b verdient. Ja, jetzt ist halt diese, wirklich diese harte Schicht. Ne? Jetzt brauchen wir halt auch sehr, sehr viele Schläge. Aber wir sind jetzt, müssten wir eigentlich gleich im Rekord sein. Ich beobachte mal. Den Wert 366 Schichten haben wir. Verändert sich jetzt noch nicht. Immer noch nicht? Was? Jetzt sind wir drin. Im Orangenen hier sind wir drin. Jetzt sind wir drin. 369, 370, 371. Wir sind schon der zweitbeste auf dem Server. Nur der Ultra-Crack hier ist besser mit 511. Der ist aber auch... Der ist halt auch hier, ne? Das werden wir natürlich nicht hitten. Wir brauchen halt jetzt eine Spitzhacke aus dem besten Ei, ne? Hilft nichts. Müssen wir uns merken, wir sind in der Mitte vom Blauen, ne? Neben dem Braun und haben 387k Tiefe. Ich müsste eigentlich auf den Doppelbooster gehen, ne? Aber ich will mal wissen, ob wir hier schon Rangliste sind. Ne, 500. Ne, das heißt aber, der ist drin. 512, der müsste... Hier ist er, Mad Raid, da ist er. Der ist drin, aber der wäre echt ein Ranglistenspieler hier drin. Krank. Und 300b. Let's go. Das wertvollste Ei. Wir haben jeden Lucky Booster im Spiel, den es gibt. Komm, mindestens mal die Lilane. Die hier, die Elfer. Gönn! Oh, die 11%, da haben wir sie gezogen mit Ansage. Ich sag 5 Millionen.
17 Millionen. Die ist 8-mal so gut. Toh. Überleg mal, wir haben uns in der Aufnahme hier von 119.000 auf 17 Millionen gesteigert. Können wir vielleicht noch ein Upgrade kaufen für 20.000? Muss da drin sein im Budget, oder? Ah ja, einmal Speed hier. Ist so geil. Jetzt ist es soweit, Leute. Der Ranglisten-Run. Ich bin sehr gespannt. Wir brauchen für die Rangliste Tiefe 1 Million. Nee, das lädt gerade nicht. Es war auf jeden Fall mit 500. 500 brauchen wir, Leute. Mal sehen, ob wir 500 knacken. Bin ich sehr gespannt, ey. Ich hoffe doch. Der hackt halt trotzdem mit seiner... Guckt euch mal das hier an. Ich ziehe die universumsmäßig ab. Bam, Alter. Wir sind schon in der zweiten Bahn. Ich überrunde die. So ein Ding ist das. Ich überrunde alle auf dem Server. Okay, ich weiß gar nicht, ab wo jetzt mein Rekord gilt. 393. Wir hatten ihn ein bisschen verbessert. Ich denke, das müsste hier so sein. Bin mir ehrlich gesagt ja gar nicht sicher. Wir müssten ihn eigentlich gleich schon... Ja, wir haben ihn jetzt schon. Wir haben den jetzt schon. Okay, aber wir kommen halt immer langsamer voran, ne? Weil die Stufen werden natürlich immer heftiger. Man macht immer weniger Fortschritt. Aber wir sind jetzt schon bei 415 und wir haben noch 1:30 Zeit von 2 Minuten. Über die Hälfte. Und wir sind bei, ich sag, bei der Hälfte sind wir schon bei 440, ne? Das wäre natürlich komplett crank. Ich bin gespannt. Wir sind bei der Hälfte bei... Ja, jetzt zieht sich schon ganz schön lang, ne? Jetzt machen wir pro Sekunde ungefähr noch 1. Dann müsste... Das dürfte... Ja, es wird jetzt aber langsamer. Jetzt haben wir noch 60 Sekunden. Und uns fehlen noch 55 für 500. Das wird sehr, sehr, sehr knapp, ne? Ich glaube, das geht sich nicht aus. Ich glaube, wir schaffen es nicht. Weil die Dinger wären jetzt einfach zu heftig. Guckt mal, 500 ist, denke ich, einmal durch, ne? Das ist genau 500. Macht ja auch Sinn. Aber ich glaube, das schaffen wir nicht. Die brauchen jetzt hier zu viele Schläge. Dafür ist die Spitzhacke zu schwach. Beziehungsweise die Spitzhacke ist schon top. Wir haben zu wenig Rebirths, denke ich, ist jetzt das Problem, ne? 482. 482. Mann, jetzt ist diese Rangliste broke. Wenn ich die einmal brauche, ey. 482. Das kann sich aber sehr sehen lassen, Leute. Damit bin ich zufrieden mit der Ausbeute des heutigen Videos. Lasst auf jeden Fall ein Like da. Abonniert den Kanal kostenlos, um nichts zu verpassen. Da würde ich mich auch sehr, sehr freuen. Und dann sehen wir uns morgen. Haut rein, euer Benson. Ciao.